Vielen Dank. Lasst uns in der Bibel lesen. Johannes, Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, von Vers 1 an, werde ich lesen. Johannes Kapitel 6, Vers 1. Danach fuhr Jesus weg über das Meer an der Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Volks nach, darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf einen Berg und setzte sich da selbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe Ostern, der Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Groschen Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher unter ihnen ein wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so viele? Jesus aber sprach: Schaffet, dass sich das Volk lagert. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich bei 5000 Mann. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie den Jüngern, die Jünger aber denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, wie viel sie wollten. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die übrig blieben, denen, die gespeist wurden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn haschen, dass sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Vers 35 werde ich noch lesen. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Bis hierhin habe ich gelesen. Wenn wir in der Bibel lesen, können wir die Geschichte sehen, lesen, wo die Ehebrecherin Jesus trifft. Die Ehebrecherin, bevor sie Jesus getroffen hat. Davor hatte sie ein lüsternes Herz und sie hat gesündigt, sie wurde gefangen, sie war in Furcht und sie war in Verzweiflung. Doch in dieser kurzen Zeit, wo sie mit Jesus zusammen war, nachdem sie dann von Jesus ging, war ihr Herz voll mit Jesus gefüllt. Sie machte sich damals wahrscheinlich keine Sorgen um ihre Miete. Sie machte sich keine Gedanken um, was koche ich für heute Abend. Nein, ihr Herz war voll mit Gedanken an Jesus. Wenn ich jemand werde, der gut predigen kann, dann müsste es so sein, dass ich euer Herz wirklich mit Jesus füllen kann und euch heimschicken kann. Ich weiß nicht, wie viel ich es schaffen werde, eure Herzen mit Jesus zu füllen. Aber Jesus hat dieses Herz dieser Ehebrecherin, dieses Herz war bis dahin gefüllt mit einem lüsternen Herzen oder mit Furcht, dass sie gesteinigt wird oder mit Sorgen und Kummer. All diese Dinge hatten nun überhaupt keinen Platz mehr in ihrem Herzen, irgendwo zu sein, sondern ihr Herz war damit gefüllt, an Dankbarkeit, mit Dankbarkeit an Jesus, mit Freude und mit Glücklichkeit. In der Bibel kommt die Witwe zu Zarpat vor. Sie hat eine ganz schlimme Hungersnot getroffen und all ihr Essen war ausgegangen. Sie hatte lange Zeit lang nicht essen können und es gab eine Handvoll Mehl, das sie sich schon lange, lange aufgehoben hatte. Nun hatte sie sich einige Zweige gesammelt, wollte sich daraus ein Brot backen und dieses Brot essen und mit ihrem Sohn sterben. Und sie war nun dabei, diese Zweige aufzusammeln und trifft dabei Elia. Und Elia sagt: Ja, geh hin und tu, wie du sagst, aber fürchte dich nicht, sondern mach damit zuerst kleine Brote für mich und bring es mir zu essen. Denn der Herr spricht,
Bis zu dem Tag, an dem es regnen wird, wird das Mehl in diesem Topf nicht ausgehen und das Öl in diesem Ölkrug nicht leer werden. Diese Frau, sie wollte sich mit diesem Handvoll Mehl ein paar kleine Brote machen und sie war voller Verzweiflung. Sie hatte gedacht, wie sollen wir hier überleben? Es gibt keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wer zuerst stirbt, ob mein Sohn zuerst stirbt oder ob ich zuerst sterbe. Aber egal, wer stirbt, wie sollen wir diese miserable Zeit, diese elende Zeit verbringen, bis wir sterben? Und sie war voller Kummer und voller Traurigkeit. Der Prophet Elia spricht zu dieser Frau. Fürchte dich nicht, sondern tu, wie ich dir sage. Geh und mache zuerst ein kleines Brot für mich. Denn der Herr spricht, bis zu dem Tag, an dem es regnen wird, wird das Mehl in diesem Topf nicht ausgehen und das Öl in dem Ölkrug nicht leer werden. Ja! Ja! In dem Herzen dieser Frau. Als sie diese Wahrheit glauben konnte, da erfüllte das eine unaussprechliche Freude, Dankbarkeit und Frieden. Ich habe mir ausgemalt, dass ich diese Frau wäre, nein, dass meine Frau diese Frau wäre. Sie wird ihr Handy nehmen und sagen, hallo? Ja, hast du gefrühstückt? Nein? Dann komm zu uns, ich habe ganz viel Brot. Jesus kann Verzweiflung aus euch rausjagen, Traurigkeit rausjagen und Qualen aus euch herausjagen. Und er hat die Macht, das zu tun. Denn wenn ihr heute Morgen Jesus treffen würdet, dann wird die Traurigkeit keinen Platz mehr in euch finden. Und in jeder Ecke eures Herzens wird voll mit der Gnade des Herrn gefüllt sein, sodass man nirgends in keiner Ecke eures Herzens Hass oder Verzweiflung oder Qual zu finden sein wird, sondern Freude und Dankbarkeit. Davon bin ich überzeugt. Die samaritische Frau trifft Jesus. Nachdem sie Jesus trifft in ihrem Herzen, findet sie sich selber seltsam. Jesus hat gesprochen, wer von diesem Wasser trinkt, wird nicht. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber wer von meinem Wasser trinkt, den wird es nimmer mehr dürsten. Die samaritische Frau, sie hat noch nie zuvor so etwas gehört. Sie hat nie zuvor sich so etwas vorgestellt. Doch das Erstaunliche hierbei ist, davor all diese Worte, wo sie gedacht hätte, das ist Unsinn, nun konnte sie daran glauben. Ja, Herr, was? Ein Wasser, wo ich nimmer mehr dürsten werde? Ich möchte gern von so einem Wasser trinken. Dann muss ich ja nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Und wenn ich werde nie wieder dürsten. Und Jesus, er sieht mehr weiter hinaus als die Welt, die wir sehen können. Er sieht in eure Zukunft. Und er will das mit Freude und Segen und erstaunlichen Dingen füllen. Und ihm mangelt es an nichts, um dies zu vollbringen. Und diesen nennen wir Jesus. Letzte Woche war ich in Los Angeles und in Mexiko und New York. Und ich wollte eine Woche lang hier zu Hause bleiben, aber man hat mir gesagt, ich soll verschiedene Städte besuchen. Und ich war in Wonju, dann war ich am Mittwoch in Gimpo. In Gimpo hat es wirklich viel geregnet.
Und am Freitag dann früh bin ich nach Daegu gegangen, habe dort im Frauenkreis gehalten und es gab zwei Leute, die ich hatte treffen müssen. Ich hatte gehört, dass Pastor Hoinsu an Krebs erkrankt ist und sehr darunter leidet. Und vor ein paar Tagen hatte ich, wir sind dabei an den Schulen, einen ganz neuen Englischkurs zu machen. Und ein neuer Englischlehrer ist dorthin geschickt worden. Und um auf jeden Fall dieses Programm zu schauen, tue ich jeden Morgen mit den Schülern per FaceTime sprechen. Und ich hatte gehört, dass der Pastor Hoinsu sehr an Krebs erkrankt ist. Und ich habe mit der Lehrerin von der Schule dort gefragt, könntest du vielleicht machen, dass ich mit Pastor Ho FaceTime machen kann. Und sie hat dann ihren Computer mitgenommen und hat ihren Computer zu Pastor Ho gebracht. Und er war sehr blass, sehr mager geworden. Dieser Pastor Ho, früher, er lag fast im Sterben, weil er an Leukämie erkrankt war. Und er, Pastor Ho, stammte aus Kochang und er war ein Freund von Pastor Tein Kim. Und er hat gesagt, Insu, und hat ihm das Evangelium verkündet. Und damals, Bruder Ho, durch den Bruder Kim hat er das Evangelium angenommen. Und Pastor Kim ist wieder hin zu seinem Freund gegangen, wo er das Evangelium verkündet hatte, und hat ihm ein Buch mitgebracht. Die Überschrift war, es tut zwar weh, aber ich bin geheilt. Das in diesem Buch ist die Geschichte geschrieben, wie ich vom Magengeschwür geheilt worden bin. Und dieser Bruder Ho hat auf jeden Fall dieses Buch gelesen. Und hier das Wichtige ist, er war an Leukämie erkrankt und er lag wirklich im Sterben. Und in seinem Herzen, er hatte nicht die Fähigkeit, diese Krankheit von sich zu schütteln. Sein Herz, immer wenn er vom Schlaf aufwacht, macht er sich Sorgen drum, ist verzweifelt, ist bekümmert, ist betrübt und traurig. Aber dann hat er dieses Buch gelesen, ich bin zwar krank, aber ich bin geheilt. Und er hatte sich gedacht, ja, ich kann von dieser Krankheit geheilt werden. Er hatte Leukämie, er lag wirklich im Sterben. Wenn ich auch an Gott glaube, werde ich leben, werde ich geheilt. Und er hat gebetet und gesagt, Gott, bitte heile meine Krankheit. Ich bin davon überzeugt, dass du meine Krankheit heilst. Und da konnte er nicht länger liegen bleiben. Er stand auf und schwankend, sich auf einen Stock stützend, ist er zum Feld gegangen. Der Vater und die Mutter von Bruder Ho, sie waren auf dem Feld und haben gearbeitet. Und sie haben gesagt, Insu, warum bist du hier, was willst du denn? Und er sagte, Vater, ich bin gesund. Ich bin gekommen, um zu arbeiten. Bruder Ho, er glaubte an das Wort Gottes, an dieses Versprechen. Nämlich, er hatte alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird es euch werden. Daran hat er geglaubt. Und dieses Wort hat schon diese Krankheit überwunden. Also ist er da schwankend zum Feld gelaufen. Der Vater hat dann gesagt, nein, es gibt nichts zu tun. Komm, lass uns wieder nach Hause gehen. Die haben den Sohn dann stützend wieder nach Hause gebracht. Er konnte nicht mal richtig gerade laufen. Die Eltern mussten ihn schützen und haben ihn stützen. Und sie haben ihn dann wieder hingelegt. Und die Eltern, sie sind ins Nebenzimmer gegangen und haben wirklich laut geweint. Weil es heißt, wenn jemand kurz vorm Tod ist, dann gibt es so einen Herzenwandel. Und sie haben sich gedacht, aha, unser Insu liegt jetzt kurz vor dem Tod. Aber das Erstaunliche war, dass von dem Tag an er anfing, geheilt zu werden. Er war wirklich jemand gewesen, der im Sterben lag. Aber ihm fing es an, besser zu gehen. Und er wurde geheilt.
wirklich vollkommen geheilt. Er ist in die Gemeinde gekommen, er war wirklich ergriffen und dann war er gesund und dann von da an lag er mir wirklich in den Ohren und hat gesagt, er möchte heiraten. Und er hat eine hübsche, liebe Frau getroffen und hat sie geheiratet. Und er war dann in Südafrika als Missionar. Dann ist er wieder nach Korea gekommen. Und dann eines Tages kam Bruder Ho zu mir. Und er sagte, Pastor, es gibt etwas, was ich dir erzählen muss. Ja, was denn? Pastor, ich habe Krebs. Du hast Krebs. Und ich habe geschmunzelt. Insu, du hattest doch letztens... Du hast doch letztens Leukämie gehabt. Aber wie bist du denn geheilt worden? Ja, ich habe an Jesus geglaubt und wurde geheilt. Und dann habe ich gelacht. Dann Insu. Genauso wie du von Leukämie geheilt worden bist, kannst auch vom Krebs mit Glauben geheilt werden, oder? Und da plötzlich sagt er, ach stimmt. Und er war dann vollkommen, er glaubte daran und war vollkommen davon geheilt. Aber jetzt diesmal hat er nun noch einmal Krebs bekommen. Und ich habe ihn gefragt, warum bist du so eng befreundet mit Krebs? Kannst du nicht ein bisschen Abstand halten von dem Krebs, habe ich gemeint. Aber sein Krebs ist wirklich schlimm geworden und er war sehr blass, sehr dünn geworden. Und es gab eine Schwester dort, die dort Englisch unterrichtet. Und weil ich wissen wollte, wie sie sich, wie die Schüler jetzt sich entwickeln, wie gut sie Englisch können, und rede ich mit ihnen. Und ich sagte, Schwester, es tut mir leid, dass ich dich um sowas bitten muss, aber könntest du bitte diesen Computer bringen zu dem Pastor Ho, dass ich mich etwas unterhalten kann mit ihm? Und die Schwester ist dann schnell da hochgerannt. Und ich habe mit Pastor Ho gesprochen. Und ich habe gefragt, wie ist es stets mit deiner Krankheit? Und er hat gesagt, ja, mir geht es nicht so gut. Und er sagt, ja, ich kann nicht gut essen und mir geht's wirklich nicht so gut. Und ich habe ihm gesagt, doch denk doch mal daran, wie es war letztes Mal, als du an Krebs erkrankt warst. Es ist gar nicht anders. Aber der Mensch ist so, dass er denkt, damals war es irgendwie, ja, hat es irgendwie geklappt. Aber diesmal wird es nicht klappen. Wenn es immer klappen würde, wo kämen wir dann hin? Solche Art von Gedanken haben wir. Und wir sind ja eigentlich die gleiche Person. Wenn wir letztens so geglaubt haben, können wir diesmal auch wieder so dran glauben. Und ich habe es ihm so weiter erklärt. Und danach habe ich mir gedacht, ja, ich muss mal nach Ulsan fahren und ihn persönlich treffen. Und ich möchte auch gerne für ihn beten. Auch ihm über die Krankheit und über Glaubensleben mehr erklären. Und ich habe am Freitag angerufen, dass ich gern dorthin fahren möchte. Ich habe gesagt, in Daegu werde ich Mittag essen und dann dorthin fahren. Dann kann ich gegen 3 Uhr in Ulsan ankommen. Und er sagte, ah Pastor, wir sind alle in Pohang im Moment, weil wir ein MT machen. Kannst du dann nicht nach Pohang zur Gemeinde kommen?
Und deshalb bin ich dann dorthin und dort. Eigentlich hatten wir vorgehabt, in Busan zu essen, aber die hatten dort schon vorbereitet und auf jeden Fall, wir haben da gegessen und wir haben uns unterhalten. Und durch eine Unterhaltung kann man viele Sachen erfahren, die wir nicht gewusst haben. Wir können durch Unterhaltung erfahren, dass ich mich getäuscht hatte. Ich kann auch neues Wissen bekommen. Und durch Unterhaltung können wir auch Jesus treffen. Und ich habe ihm gesagt, Bruder, die Bibel gestern, heute und in Ewigkeit ist gleich. Weißt du, was in Markus Kapitel 11, Vers 24 steht? Da steht, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet. Und weißt du, was alles bedeutet? Was bedeutet alles? Was bedeutet alles? Alles? Alles bedeutet alles, einfach. Darum, wo gibt es eine Krankheit, eine Medizin, die man nehmen kann, die jede Krankheit heilt? Zum Beispiel, wenn ich... ein Medikament gegen Erkältung. Die kann ich gegen Erkältung nehmen, aber bei Rheuma kann ich das nehmen. Oder eine Erkältungstablette gegen Magengeschwür hilft ja nicht. Aber hier steht alles. Das ist Gott ist, der alles tun kann und der alles, dem alles möglich ist, dann er kann alles tun. Er ist der Einzige, der das sagen kann, alles. Und er sagt jetzt, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Daran glauben, warum funktioniert das nicht? Und ich habe zum Bruder Ho gesagt, er war viel dünner geworden als früher. Und er hat gesagt, Pastor, ich bin jetzt sehr dünn, aber mein Zustand hat sich eigentlich viel gebessert. Ich war noch viel dünner gewesen. Wenn eine Krankheit zu uns kommt, wenn eine Schwierigkeit zu uns kommt, letztendlich geschieht das alles in unserem Herzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich jetzt zum Beispiel 1 Million Schulden habe, aber wenn ich 100 Millionen auf dem Konto habe, dann ist das überhaupt kein Problem. Weil ich würde sagen, ja, ist kein Problem, ich muss das nur regeln. Wenn wir wirklich an Gott glauben, dann wenn Gott mit mir ist, ich bin zwar schwach, aber Gott ist nicht schwach. Ich bin mangelhaft, aber Gott ist nicht mangelhaft. Darum, alleine dieses Problem, dieses 1 Million Problem zu lösen, ist schwierig. Aber mit Gott zusammen dieses Problem zu lösen, ist überhaupt kein Problem. Wenn ich alleine gegen Krebs oder gegen Leukämie kämpfen muss, dann wäre das ein Problem. Aber wenn Gott, der Schöpfer dieser Welt, mit mir ist, dann kann Krebs oder Leukämie noch ein Problem sein? Nein. Wenn diese Tatsache, wenn ich mit Gott ein Herz bin und wenn ich Glauben an Gott habe und jemand, der diesen Glauben hat, dass Gott das regeln wird, das Erste, was dann auftritt, ist, dass in seinem Herzen diese Krankheit keine Krankheit mehr ist. Dass Trauer nicht mehr Trauer ist, die Qual nicht mehr Qual bleibt und Kummer nicht mehr Kummer bleibt in dem Herzen dieser Person. Letztens habe ich gesagt, als Jesus in Kapernaum war, haben die Leute den Gelähmten, haben die Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen wollen, also haben sie das Dach aufgerissen und zu Jesus herabgelassen. Und seine Krankheit wurde geheilt. Diese Freunde, das Dach von einem Haus aufzureißen, das kann nicht jeder machen. Das müsste man reparieren und muss man oder zurückzahlen. Ich lese die Bibel meistens und erinnere mich so an die Geschichten. Und dann beim Autofahren oder so, dann stelle ich mir diese Geschichten so vor.
Dann der eine Freund sagt, ah, ich glaube, diesmal klappt es nicht. Und der andere sagt, nein, er ist bis nach Kapernaum gekommen. Das ist die Gelegenheit, wir müssen ihn treffen. Aber wie sollen wir da rein? Ja, wir können doch das Dach aufreißen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Das geht schon. Wir können das ja alles später reparieren. Wir können ihm alles zurückzahlen. Was ist denn dabei? Wenn unser Freund nur gesund wird, dann reicht es. Das langt schon. Und dann haben sie angefangen, diese Ziegel oder Stroh zu entfernen. Und der Besitzer des Hauses ist erschrocken. Er sieht, was sie da machen. Was macht ihr dort? Wir möchten Jesus treffen. Wir werden danach, wenn sie dann Jesus getroffen haben, dann werden wir alles ganz neu renovieren. Warum machen sie das? Weil sie den Glauben haben, dass Jesus ihn heilen wird. Dann, wenn wir in der Bibel lesen, die Bibel ist voll mit Geschichten, die in uns Glauben geben. Wenn wir zu Hause sitzen wiederum, erzählt der Satan immer weiter nur Dinge, wo die scheinen, als ob sie nicht klappen würden. Auch wenn Gott arbeitet, wie kann in einem leeren Mehltopf neues Mehl entstehen? Wer wird denn immer wieder dieses Mehl nachgießen? Wer soll das denn machen? Red doch keinen Unsinn. Ja, überleg doch einmal. Wie kann man irgendwas trinken und man dürstet nie wieder? Wo gibt es denn bitte so ein Wasser? Das gibt es nicht. Ja, durchschnittliche, normale Leute können vielleicht daran nicht glauben. Aber dieser Gott, an den wir glauben, ist ein allmächtiger Gott. Und wenn dieser Gott ein Gott ist, der uns liebt, dann was kann da noch ein Problem sein? Wenn wir diesen Glauben an Gott haben, die erste Erscheinung, was auftritt, ist, dass dieser Same sich in unserem Herzen festsetzt. Aha, dieses Problem ist gelöst. Für mich ist dieses Problem jetzt geregelt. Ich bin geheilt von diesem Krebs. So kann ich dann denken. Und der Bruder Ho, ich habe ihn in Pohang getroffen. Und er sagt, Pastor, ich bin schon recht dünn geworden. Aber es war mir schon viel schlechter gegangen, aber es ist mir jetzt viel besser, macht dir keine Sorgen. Er hatte Ruhe in seinem Herzen. Die Bibel ist Gottes Wort und es ist lebendig. Wenn ich möchte, dass dieses Wort in mir arbeitet, dann muss ich daran glauben. Jesus hat mit 5 Gerstenbroten 5000 Leute gespeist. 5000 ist eine sehr große Zahl. Diesmal in Mexiko haben wir die Christmas-Cantata gemacht mit dem Gracias-Chor. 9.999 Sitze gibt es dort von der Stadt. Das für einen Tag zu mieten kostet normal 10 Millionen. Aber weil die Stadt es uns ausleiht, konnten wir das dann ausleihen für zur Hälfte. Und das wirklich Erstaunliche war, der Pastor Shin von dort, er sagte, Pastor, wir haben nicht viel Geld, die Geschwister haben auch nicht viel Geld, aber die Geschwister haben mit Freude Geld gesammelt und gespendet, sodass sie jetzt schon zum dritten Mal dort das Evangelium dass wir es zum dritten Mal gemacht haben und diese Plätze, diese fast 10.000 Plätze haben sich gefüllt und 1.520 Leute mussten wieder nach Hause gehen, weil sie keinen Platz gefunden haben. Das ist wirklich ein weltberühmter Aufführungsort. Und der Pastor Shin, als er am Anfang diesen Vorführungsort gesehen hatte, er hatte das Erste, was er da, als er das gesehen hat, hat er sich gesagt, es wäre schön, wenn der Pastor Park hier predigen könnte. Wenn hier 10.000 Leute sitzen und das Wort hören. Und er hatte diese Freude gehabt. Aber er war dann auch schon glücklich, dass durch die Finanzierung des Staates der Preis sich um die Hälfte reduziert hat. Aber dann, die Geschwister haben alles gespendet und sie haben diesmal
freien Eintritt gemacht. Und dann, man hat gesagt, da hat jemand sich so eine Handvoll freie Eintrittsscheine von uns geholt und diese dann in der U-Bahn für $10 verkauft. Und er hat die alle verkauft. Warum glauben wir an Gott? Weil wir keine Weisheit haben, weil wir nicht genug nachdenken können, weil wir uns leicht täuschen lassen und betrügen lassen. Deswegen glauben wir an Gott. Wenn wir an Gott glauben, dieser Gott, das ist nicht ein Eigentum von einer einzelnen Person, sondern er arbeitet und wirkt lebendig in dieser Person, der glaubt. Dann, wenn ich von Gott höre, ja, dass er den Krebs heilen wird, dann kann ich mir denken, ja, mein Krebs ist zwar schwerwiegend, aber wenn der allmächtige Gott sagt, ich werde deinen Krebs heilen, dann wenn ich diesen Glauben habe, dann das Erste, was dann auch erscheint, ist, dass ich in meinem Herzen frei von diesem Krebs bin. Ja, dieses Krebs ist doch gar nichts. Das bedeutet, die Leute, die Jesus treffen, egal was für ein Problem das auch ist, das sie treffen, in dem Moment, wo sie Jesus treffen, sie haben keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen oder was dagegen zu tun, aber Jesus lebt und wirkt in uns. Und er wird dieses Problem lösen. Wenn ich dieses Herz habe, und wenn dann dieser echte Glaube zu uns kommt, dann können wir uns von diesem Problem befreien. Egal, ob man Krebs hat oder eine Krankheit hat. Und das, was ich heute so erzählt habe, ist die Ehebrecherin. Diese Kraft, die diese Ehebrecherin gezogen hatte, war eine lüsterne Kraft, die diese lüsternen Gedanken haben sie ganz stark gezogen in diese Richtung. Und diese Frau hatte in ihrem Herzen oder in ihrem Geist nicht die Kraft, dagegen anzukommen. Also wurde sie davon einfach kraftlos gezogen. Und als sie dann Jesus getroffen hat, diese Frau war eine Frau gewesen, die gesteinigt werden sollte. Aber dann, als sie Jesus traf, wurde diese Frau erfüllt mit endloser Dankbarkeit und Freude gegenüber Jesus. Denn in dem Herzen dieser Frau war sie nur mit Jesus erfüllt, mit Freude und Dankbarkeit gegenüber Jesus, sodass nirgendwo in ihrem Herzen noch Platz für die Lüsternheit übrig geblieben war. Darum, auch wenn sie nun weiter Ehebruch begehen möchte, sie kann es nicht, weil wenn kein lüsternes Herz mehr da ist, kann sie auch nicht Ehebruch begehen. Denn wenn wir Jesus Wort annehmen, Jesus glauben und Jesus dieses Problem für uns löst, dann diese Schwierigkeiten, oder Schulden oder die Krankheit, wir haben uns Sorgen darum gemacht. Aber wenn wir daran denken, dass Jesus dieses Problem gelöst hat, dann durch Jesus können wir von der Krankheit, von der Dunkelheit, von der Sünde Freiheit bekommen. Das ist das, was Jesus bei uns tun möchte. Darum, um diesen Jesus bei uns anzunehmen, wir müssen nicht dafür beten, Jesus, bitte komm zu mir, komm in mein Herz. Nein, was wir tun müssen, ist, unsere Gedanken, unser Herz mit diesem Jesus zu füllen. Bis vor kurzem war ich in Furcht, war ich in Sünde, war ich in Kummer, war ich in Besorgnis. Aber Jesus ist in mein Herz gekommen und er hat seinen Platz in uns eingenommen. Und weil er das Licht ist, kann er all die Dunkelheit in meinem Herzen verjagen, die Furcht aus meinem Herzen verjagen, den Kummer aus mir verjagen
und mich mit Glück füllen. Das ist das, was neu ist. Der Pastor Hong Seok-shim, ich kann mich noch ganz genau an damals erinnern. Damals in Jinju hat die Christmas-Kantata stattgefunden. Und nachdem ich dort gepredigt hatte, war ausgemacht, dass ich in Jinju übernachte. Einmal hat jemand aus Hapcheon, neben ein Geschwister aus Hapcheon angerufen und gesagt, ach komm doch mal nach Hapcheon. Und um Hapcheon zu sagen, kann man nicht einfach Hapcheon sagen, sondern man muss mal so einatmen und dann also ausatmen und sagen. Und es hieß, ich darf nichts Pulverartiges. Und dann, es hieß, da soll man nichts Pulverartiges dabei essen, weil man sonst dann erstickt, wenn man Hapton sagt. Deshalb, es hieß, es gibt so eine Geschichte, dass es gab eine Schwiegermutter, die kam aus Hapton, und da hat dann die Schwiegertochter, als die Mutter gerade so ein Pulver zu sich nehmen wollte, gefragt, Schwiegermutter, woher kommst du denn? Und da musste sie einatmen und Hapton sagen, und dabei ist sie dann an dem Pulver erstickt. Es gibt dann so eine Geschichte. Auf jeden Fall, man kann nicht einfach Hapton sagen, sondern man muss ein bisschen einatmen und Hap sagen. Auf jeden Fall. Dort in Hapton hat dieser Bruder Sim Hung Sop gelebt und hat sehr viel Alkohol getrunken. Normalerweise Soju ist hochprozentiges Alkohol in Korea. Man trinkt es in einem kleinen Gläschen, aber er trinkt es nicht in Gläschen, sondern er trinkt es in einem großen so einen Suppenteller, so einen großen. Und dann fängt seinen Tag damit an, dass er dann literweise trinkt. Und er hat seine Frau geheiratet und 2 Jahre lang hat er nicht getrunken. Und danach hat er wieder angefangen zu trinken und dann 20 Jahre lang seit der Heirat hat er getrunken. Und das Furchtbare ist, dass in der Wohnung, in der Diele ein paar Alkoholflaschen und dann im Wohnzimmer Flaschen. Und die Schwester, wenn sie nach Hause kommt, was sie immer machen muss, ist, die Alkoholflaschen wegzuräumen. Einmal hat sie einfach 5 Flaschen von 2 Liter, also 5 2-Liter Flaschen gekauft. Und es war ihr zu schwer und da hat sie dann nur 4 Flaschen gebracht. Und ihr Mann hat sie so angeschaut, soll ich das trinken und sterben? Sie sagte, ja, trink das und stirb. Ich kann nicht länger noch mit dir leben. Und als ich in der Hapton-Gemeinde dann da war, hat diese Schwester, unter Tränen hat sie mir gesagt, Pastor, ich kann nicht länger so leben. Ich habe ihr gesagt, Schwester, wein nicht vor mir, sondern bring deinen Mann hierher. Und am nächsten Tag ist der Mann gekommen, früh morgens. Aber er war schon betrunken, er hatte schon davor was zu sich genommen. Es ist ja sinnlos, wenn ich dem Bruder sage, Bruder, trink nicht. Weil er selbst hat sich auch wirklich sehr, sehr bemüht, um aufzuhören mit dem Trinken. Und das vorzubereiten, aufhören zu trinken und sich Vorsätze zu machen, und das ist sehr schwierig. Er schafft es dann vielleicht einen halben Tag oder einen Tag lang nicht zu trinken, aber dann muss er wieder trinken. Deshalb, er will es jetzt auch gar nicht mehr versuchen, er kann es nicht versuchen und er hat sich einfach dem Alkohol vollkommen hingegeben. Also habe ich ihn gefragt, Bruder, kannst du daran glauben, dass Jesus deine Sünden vergeben hat? Ja, klar, daran kann ich glauben. Er sagte, er kann daran glauben, dass Jesus dass er meine Sünden am Kreuz reingewaschen hat. Das ist einfach.
und klar. In unserem Leben? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, warum Jesus nicht in euch arbeiten kann. Es ist der gleiche Finger, aber wie Jesus ihn betrachtet und wie ihr ihn betrachtet, ist total verschieden. Auch wenn es die gleiche Tasse ist, wie Jesus das betrachtet, wie ihr es betrachtet, ist anders. Jesu Augen und eure Augen, sie sind total verschieden. Früher hat mal jemand so gesagt, Jesus und die Jünger, sie sind zusammen den Weg entlang gelaufen. Ein Hund war in einem Bach verstorben und alle Jünger haben gesagt, ah, es stinkt und es ist schlecht. Aber Jesus ist daran vorbeigelaufen und gesagt, dieser Hund hatte aber sehr weiße Zähne, weil Jesus nur eben strahlende Dinge sieht und nicht schmutzige Dinge. Es war jetzt nur ein Witz, aber was ich meine ist, wie ich das betrachte und wie Jesus das betrachtet, ist total verschieden. Wenn ihr etwas mit euren Augen betrachtet, dann ist es Furcht, Kummer oder Traurigkeit. Aber die Frage ist, wenn Jesus das auch betrachtet, empfindet er das Gleiche? Ist es wirklich Verzweiflung? Ist es auch in Jesu Augen Traurigkeit? Die 5 Gerstenbrote in unseren Augen ist nur vielleicht das Mittagessen für einen kleinen Jungen. Aber in Jesu Augen war das auch der gleiche Fall? Nein, Jesus hat die 5 Gerstenbrote gesehen und wollte damit die 5000 Leute speisen. Das heißt, er hat vollkommen andere Augen als wir. Total andere Augen als wir. Dann, wenn wir weise Leute werden möchten, dann müssen wir Jesu Augen haben. Genauer ausgedrückt, mit Jesus Herz müssen wir die Dinge betrachten. Dann, wenn wir mit Jesu Augen alle Dinge betrachten, alle Dinge konfrontieren, auch wenn wir Krankheiten, Furcht oder Kummer treffen, mit unseren Augen betrachten die Dinge nur innerhalb eurer Begrenzungen. Deshalb, wenn ihr etwas überwinden könnt, ist es kein Problem, aber wenn nicht, dann seid ihr bekümmert oder verzweifelt. Aber egal, was für eine Versuchung es ist oder egal, was für eine Arbeit Satans auch ist, in euren Augen mag es unmöglich erscheinen, aber in Jesu Augen ist es anders. Das kann anders sein. Darum, wenn ihr eure Augen nun zu Jesu Augen wechselt, wenn ihr eure Augen in Jesu Ohren umändert, wenn ihr nun euer Herz mit Jesus Herz auswechselt, dann was passiert dann? Ich kann mit Jesu Augen Dinge betrachten, diese Gedanken, die Jesus hat, diese kommen auch zu mir. Und dieses Gefühl, das Jesus hat, das kann auch ich spüren. Dann werden wir zu kleinen Jesus. Eins, was mir sehr leicht gefallen ist im Glaubensleben, ist, in meinem Leben 1950 hatten wir den Koreakrieg. Der Krieg war wirklich, wirklich elend. Es war wirklich einfach nur furchtbar. Mehrmals war ich auch dem Tod sehr nahe gestanden. Mein Vater war jemand gewesen, der sich immer ganz tiefgehende Gedanken macht. Darum ist er immer viel langsamer als alle anderen. Alle anderen Dorfbewohner, weil sie gehört haben, dass die Nordkoreaner kommen, sind sie weggelaufen. Aber mein Vater ist nicht weggelaufen. Ich habe ihn gefragt, warum läufst du denn nicht weg? Und er sagt, ja, ich weiß es auch nicht. Damals, wir hatten keine Landkarte, wir wussten den Weg nicht. Und mein Vater kannte sich nur in Sonsan, Gimcheon, Daegu, in den 3 Städten aus. Er war einmal in Busan gewesen und er war nie in Busan oder Seoul gewesen. Aber beim Weglaufen, er wollte nicht mit den anderen Flüchtlichen mitgehen, weil das wird es schwierig sein, Schlafstätten zu suchen oder Essen zu finden, weil die ganze Meute dahin geht. Und auch wenn dann Bomben dann geworfen werden, ist auch ein
Wächter getroffen zu werden. Wir haben so lange überlegt, sodass die Nordkoreaner dann da waren. Wir wollten weglaufen. Die UN-Soldaten, sie standen am Nachtungfluss und sie kämpften da und wir mussten da Nachtung den Fluss eigentlich überqueren. Normalerweise. Normalerweise im Krieg gab es so 20-30-minütige Schusswechsel. Und da sind die Schüsse wie Regen gefallen. Und ich weiß auch, wie mein. Da gab es so ein Schulgebäude und Vater hat mich dann über den Damm, über der Mauer des Gebäudes geworfen. Und wir waren da. Und wir standen da unter diesem Lehrgebäude und weil es ein großes Gebäude war, haben die Nordkoreaner gedacht, die UN-Soldaten sind dort und haben das so als Hauptquartier und darum sind viele Granaten da gefallen, wirklich gerade neben uns sind sie hochgegangen. Wenn er ein bisschen den Winkel geändert hätte, hätte er das Gebäude direkt getroffen und ich wäre gestorben. Aber ich weiß nicht, vielleicht wollte er es ja auch erhöhen, aber hat statt zu erhöhen den Winkel immer erniedrigt. Weil diese Granaten sind immer wirklich ganz knapp an uns vorbei. Und dann stank nach Pulver und Rauch und irgendwie, ich bin dann vor Angst dann am Ende eingeschlafen. Als ich dann früh morgens aufgewacht war, war alles beendet und überall lagen Leichen, Kühe liefen ohne Besitzer umher und wir sind wieder zurück in den Wald gegangen, in die entgegengesetzte Richtung. Das war dann der Bereich, wo die Nordkoreaner waren. Nur im Kriegsgefecht ist es halt gefährlich. Auf jeden Fall, unser Vater hat sich immer so tiefgehende Gedanken gemacht und es war dann manchmal problematisch. Was er mir immer gesagt hatte, war, du bist so gedankenlos, wie willst du leben? Das war immer seine größte Sorge. Du denkst nicht nach, bitte denk doch etwas nach. Ja, ich meine, man kann auch nur denken, wenn man denken kann. Ich konnte nicht. Aber das Erstaunliche war, seitdem ich in der Bibel gelesen habe, die Bibel. Am Anfang habe ich nur das gesehen, das ganz Winzige gesehen, was man mit Augen sehen kann. Aber je mehr ich lese, mehr lese, umso deutlicher wird das und deutlicher wird das. Ja, die Ehebrecherin, die Geschichte ist einfach so, dass sie Jesus getroffen hat, dass sie Ehebruch begangen hat und Jesus getroffen hat. Aber wenn man da etwas tiefer darüber nachdenkt, diese Ehebrecherin, in dieser kurzen Zeit, in der sie Jesus getroffen hat, kein einziges Mal hat sie zuvor solch einen Frieden gespürt gehabt. Eine Dankbarkeit, die sie nie zuvor gefühlt hatte. Eine Dankbarkeit, das hat sie gefühlt. Sodass die anderen Gedanken keinen Platz mehr in ihr gefunden haben. Unsere Gedanken und Jesu Gedanken total verschieden. Darum, ja, wir sehen uns nach Jesus und wir möchten ihm dienen, aber Satan gibt uns Begierden oder Gelüste hinein. Und wenn Satan das tut, dann umarmen unsere Gedanken diese Gelüste und Begierden. Und nun hier rein möchten wir nun Jesus hineintun. Aber Jesus möchte gerne König in euren Herzen sein. Denn solange ihr einen anderen König in euren Herzen habt, kann Jesus nicht König in euren Herzen werden. Aber wenn wir ihn zum König haben und wenn wir ihm unser Leben übergeben, wenn wir ihm unsere Probleme übergeben und er über uns wacht und beschützt und wir diesen Glauben daran haben, dann hat dir Jesus in euren Herzen als König, etwas genauer ausgedrückt, um Jesus in meinem Herzen zu haben als König, dafür muss ich meine Erfahrungen, das, was ich weiß, das alles muss ich für nichts erklären und wegwerfen
und einfach Jesus Christus als den lebendigen Sohn Gottes mit Glauben annehmen. Dann von da an ist das Leben, das wir führen, nicht nur das Leben, das wir führen, sondern Jesus führt dieses Leben und das ändert sich dann total. 1952 ist meine Mutter verstorben, danach ist mein Bruder zum Militär gegangen. Mein Vater war im Krieg und er musste Arbeit suchen und er hat 15 untere Geschwister, der Älteste war 15, 16 und wir waren ganz jung, wir wussten nicht, was wir da essen sollen, was wir machen sollen. Wir vier Geschwister waren oft zu Hause, haben uns umarmt und geweint. Und wenn ich aufwache, habe ich gesehen, dass die älteste Schwester da weinend gesessen hat. 1962 habe ich das Evangelium angenommen. Vom Jahr 52 bis 62. Diese 10 Jahre, wenn ich habe diese ganzen Tage abgesucht, ob ich Glück hatte oder ob ich Freude hatte. Nein, ich hatte damals überhaupt nicht Glück empfunden und Freude. Ich wusste wirklich nicht, was Freude sein soll. Ich hatte einfach Hunger und ich habe einfach alles gegessen, was da kam. Wenn man Hunger hat, kann man alles essen. Wirklich unvorstellbare Dinge kann man essen. So habe ich in Finsternis, wirklich in Finsternis habe ich mein Leben geführt. Aber Gott hat mir die Gnade gegeben 1962. Am 7. Oktober. Ich hatte zwar davor die Kirche besucht, aber an dem Tag habe ich zum ersten Mal den Herrn getroffen. Und an diesem Tag habe ich dieses Herz bekommen. Ja, Jesus hat mir meine Sünden reingewaschen. Und ich war einfach mit Dankbarkeit erfüllt. Und davor, bevor ich an Jesus geglaubt habe, habe ich das Herz, dass ich auf mich vertraut habe, habe ich weggeworfen. Denn ich war so schmutzig, ich war so böse. Und ich habe ganz genau erkannt, wenn ich weiter auf mich vertraue, dann werde ich scheitern. Und Jesus hat mich Schritt für Schritt gelehrt. Er hat mich gelehrt, wie man nach der Bibel gemäß an Gott glauben muss. Wie ich mit Glauben von der Krankheit geheilt werden kann, wie ich Geld verwenden muss oder wie ich Zeit verwenden muss oder wie ich andere Leute begegnen muss. Die Bibel hat mir alles ganz genau beigebracht. Mein Leben, wo ich nur Schmutziges und Böses getan habe, wo ich nur gestohlen habe, da hat sich vieles verändert. Mein Vater hat ganz besonders das erkannt, dass ich mich verändert habe. Ich besuchte die Missionsschule und mein Vater hat mir wirklich sehr geholfen. Er hat wirklich viel geholfen. Er kam zu uns, zur Missionsschule. Die anderen Schüler, die hatten wirklich, viele hatten ganz herausragende, tolle Eltern. Niemand von deren Eltern ist gekommen, aber mein Vater ist gekommen, hat ganz genau alles beobachtet, wo schläfst du, wo isst du, wer ist der oberste Missionar, ich würde gerne mich mit ihm unterhalten. Und er hat sich über mich unterhalten und ist nach Hause gegangen. Und ich war wirklich sehr stolz auf meinen Vater und ich war ihm auch sehr dankbar. Und Vater hat mir eben dieses Herz gegeben, dass ich nachdenken kann. Und nach der Rettung, als ich dann in der Bibel gelesen habe, habe ich so tief über die Bibel nachgedacht. Und da konnte ich dann mir die Bilder anfangen auszumalen, die nicht alle aufgeschrieben sind. Die Bibel hat das nicht alles ausgedrückt, aber
die Ehebrecherin, nachdem sie von der Sünde befreit war. Was für ein Herz wird sie gehabt haben? Wie glücklich wird sie gewesen sein? Wird sie wieder Ehebruch begangen haben? Nein, kann sie nicht. Kann sie niemals. Und ganz erstaunliche Dinge erfüllt Gott uns. Johannes Kapitel 6 ist ein Kapitel, das mit 5 Gerstenbroten anfängt. 5 Gerstenbrote normalerweise können nicht mehr 6 Gerstenbrote werden. Sie sind einfach 5. Es ist das Mittagessen eines kleinen Kindes. Und es sind wirklich eigentlich nur 5 Gerstenbrote. Aber dann diese kamen dann in die Hand von Jesus. Und dann in dem Herzen von Jesus ist das etwas, was mehr als genug ist, um 5000 Leute zu speisen. Und wenn dann dieser Jesus in meinem Herzen wohnt, was kann da ein Problem sein? Als ich zum Militärdienst gegangen bin, hatte ich kein Geld mitgenommen. Und jeden Samstagabend mussten wir eigentlich für Auswärtsessen Geld bezahlen. Und ich habe gesagt, ich habe kein Geld. Ich werde mein Gehalt dann nicht empfangen. Und in den 3 Jahren habe ich von Gott gelernt, ohne Geld zu leben. Und Gott hat beim Militär mich wirklich präzise geführt. Damals zu meiner Zeit haben viele desertiert oder Selbstmord begangen. Es gab auch viele Unfälle. Es ist oft so etwas passiert. Aber in den 3 Jahren, ich war glücklich gewesen, dort zu leben. Denn Jesus war bei mir. Ich hatte Probleme, aber Jesus war immer da. Und ich konnte sehen, wie Gott geholfen hat. Jesus hat mit den Broten die 5000 gespeist. Was will er damit sagen? Er hat danach den Leuten gesagt, ihr folgt mir, weil ihr gegessen habt und eure Bäuche voll sind. Darum trachtet nicht nach Vergänglichem, sondern nach Unvergänglichem. Nach Unvergänglichem Essen. Unvergänglichem. Nämlich nach dem Wort Gottes. Dass das mein Herz dick werden lässt, dass mein Herz segnet, dass mein Herz mit Hoffnung erfüllt. Dieses unvergängliche Essen, das ist in uns. Und wir waren jemand, die nichts hatten. Dann durch Jesus ist es doch erstaunlich. Ghana, Côte d'Ivoire, Kenia, 4개 나라 갔다 왔기 때문에. Dieses Buch auf dem Feld des Herzens, das habe ich jetzt diesmal herausgegeben. Von Tomorrow, haben sie gesagt. Beim World Camp soll die erste Veröffentlichung sein. Darum, eine Woche vor World Camp soll ich das Buch beenden. Und diesmal aber vor World Camp musste ich nach Äthiopien, Ghana, Côte d'Ivoire, ich war in 4 Ländern gewesen. Ich hatte wirklich keine Zeit, dieses Buch zu schreiben. Ein paar Mal habe ich angefangen und es ging nicht, und ich habe gesagt, okay, diesmal klappt es dann nicht. Ich habe nur nachts eigentlich Zeit, am Buch zu schreiben, weil tagsüber gibt es Telefonanrufe, ich muss die Leute treffen. Und nachts arbeite ich meistens. Und ich habe zu Gott gebetet und dieses Buch haben wir geschrieben. Die Geschwister sagen, oh ja, das ist schön, aber klar, die Geschwister sagen immer, dass es gut ist. Sie sagen mir ja nicht, dass es schlecht ist, auch wenn es schlecht wäre. Aber das Erstaunliche war von Kubo, von dem
Buchgeschäft Kyobo. Die haben dieses Buch aus der Kurve zum Buch des Jahres, das ein Leben verändert. Und es ist zum Bestseller Nummer 1 geworden. Ich glaube, viele Geschwister haben dieses Buch gekauft. Und bei Kyobo, da gibt es dann auch wieder eine Autogrammstunde. Ich bin wirklich dankbar dafür, denn ich hätte mir nie ausmalen können, dass ein Buch, das ich schreibe, dass die Leute das in den Händen halten und das lesen. Am Anfang, als im Radiosender die Predigten nicht mehr veröffentlicht werden könnte, habe ich gedacht, ja, ich möchte gerne Bücher rausgeben. Und dann haben wir das, was wir im Mugunger Halle Bibelseminar gemacht hatten, das wurde einfach als Buch rausgegeben. Und ich habe gedacht, wer wird das schon verkaufen? Aber jetzt in Korea allein sind 1 Million Bücher verkauft worden. Und darüber hinaus werden Bücher weiter verkauft. Und egal, was ich auch tue, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Ich bin Pastor geworden und ich wurde bei jemandem zum Essen eingeladen. Und sie haben wirklich ganz tolles Essen vorbereitet. Und ich habe mich gefragt, darf ich so etwas Tolles essen? Wer bin ich denn, dass ich so etwas Tolles essen darf? Und ich war wirklich ergriffen, dass ich das nicht essen konnte. Ich war wirklich voller Dankbarkeit. Früher war ich wirklich sehr arm gewesen. Wie ein Schwein habe ich einfach alles gegessen, was vor meinen Augen war. Aber nicht ich bin ein Schwein geworden, sondern mein Enkelkind ist ein Schwein geworden. Jesus ist in mein Herz hineingedrungen. Und weil er so wertvoll ist, ihn kann ich nicht mit meinem Herzen zusammen dort da sein lassen. Also muss ich dafür mein Herz leeren, bevor er sagte, ich soll mein Herz leeren, davor, ich habe mich wirklich gehasst. Ich hasste meinen Charakter, ich hasste mich, ich hasste mich einfach. Ich schaute mich im Spiegel an und sagte, du furchtbarer Kerl, du gemeiner Kerl, ich habe mich verflucht, du schlechter Kerl. Ich habe mich wirklich sehr gehasst. Ich weiß nicht, warum ich so sehr auf mich vertraut habe, obwohl ich so schmutzig bin. Ich war nur schmutzig einfach. 1962, vom Mai bis Oktober, wie schmutzig ich bin, wie verlogen ich bin, wie viel Bosheit in mir ist, wie viel Gemeines in mir ist, hat mir der Herr wirklich all die Ecken und Winkel gezeigt. Dass ich mich vor jedem geschämt habe, ich schmutziger Kerl. Ich bin so ein schlechter Kerl, habe ich mich angeschrien. Ich habe angefangen, mich zu hassen. Was ich ganz genau erfahren habe, ist, wenn ich meinen Gedanken folge, dann scheitere ich. Das habe ich ganz genau erkannt. Jetzt auch ab und zu kommen meine Gedanken hoch. Aber immer wenn meine Gedanken hochkommen, und wenn ich denen folge, dann merke ich, dass ich Fehler mache. Und dann 1962 auf jeden Fall ist damals der Herr in mein Herz hineingekommen. Was ich damals verändert hatte, war, davor, egal was ich auch tue, bei allen anderen klappt es, aber wenn ich das mache, dann funktioniert es nicht. Deshalb war ich mir ganz sicher, wenn ich meinen Gedanken folge, dann werde ich scheitern. Ich habe zwar viele Gedanken, aber ich kann denen einfach nicht folgen. Und dann hatte ich Jesus getroffen. Und ich habe sein Wort gelesen. Ja, wenn diese Wahrheit wahr ist, dann stimmt es, dass ich falsch bin. Denn meine Gedanken sind anders als Jesu Gedanken. Also musste ich meine Gedanken fortwerfen. Und nachdem Jesus gekommen ist,
In mein Unmögliches, ich hatte mir sein Wort hineingegeben. Wenn ich in der Bibel lese, bin ich so ergriffen. Ich dachte, alle wissen Bescheid über die Sündenvergebung. Dass der Pastor darüber nicht Bescheid weiß, hätte ich mir nicht im Traum ausgemalt. Aber er wusste tatsächlich nicht Bescheid darüber. Und ich habe mich gefragt, wie kann er das nicht wissen? Ich dachte vielleicht, der in Tegu weiß es nicht, aber der in Seoul weiß es bestimmt. Aber der wusste es auch nicht. Man kann gar nicht ausdrücken, wie wertvoll das ist, was wir von Gott lernen. Weil ihr trachtet nach Unvergänglichem. Satan macht, dass wir vielleicht klüger erscheinen, dass wir meinen, dass wir klüger werden. Das ist, was Satan macht. Aber Jesus zeigt mir dann, wenn wir dann mit Jesus unser Herz vergleichen, dann müssen wir feststellen, wie schmutzig wir sind, wie schäbig wir doch sind. Darum, weil ich es nicht mehr mochte, habe ich es angefangen wegzuwerfen. Und Jesus ist in mein Herz gekommen. Und er führt mich. So jemand wie ich hat ein Buch ausgegeben und Leute lesen dieses Buch. Das ist unvorstellbar, wenn wir heute Morgen all unsere Erfahrung und all unsere Weisheit, all das niederlegen und Jesus Christus als den Herrn annehmen. Unsere Gedanken können niemals, so werden wir Jesus Gedanken, also müssen wir uns wegwerfen. Wenn wir unsere Erfahrung und unsere Weisheit fortwerfen, dann wird Jesus in euren Herzen den Platz einnehmen. Die 5 Gerstenbrote werden die 5000 Speisen. Euch wird nie wieder dürsten, wenn ihr davon trinkt. Und es werden freudige Zeiten kommen. Darüber spricht der Herr. Darum, meine Lieben, lasst uns jetzt bitte ein bisschen mehr nachdenken. Lasst uns mal uns genau erkennen, wie unfähig wir sind, wie sehr wir von Satan getäuscht worden sind und wie auf was für einer schiefen Bahn wir sind. Wenn wir mit Jesus ein Herz haben, dann kommt Jesus, dringt Jesus Herz in uns hinein. Und wenn unsere Herzen mit Jesus gefüllt werden, dann wird Jesus, dieser Jesus, uns friedlich machen. Er wird uns liebevoll machen. Und er wird machen, dass wir mit Segen überfüllt werden. Lasst uns zusammen beten. Lasst uns für kurze Zeit jeder persönlich zu Gott beten.